Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde heute euch diesen Look zeigen. Diesen relativ einfachen Look. Geschminkt mit meinem Zauber Magic in the Eyes Zauber Lidschatten und diesem wunderschönen Lipgloss von Chanel. Einer getönten Tagescreme von L'Oreal und ein bisschen Mascara. Das war's. Nein, ich habe vergessen, etwas Rouge habe ich auch noch aufgelegt. Simply easy, quick and easy im Dezember. Bis gleich. Tja, dann starte ich mal den Look zu schminken, den ich, glaube ich, letztens im Sephora-Video aufgelegt hatte. Also, mein derzeitiger Lieblingslook. Ich sollte mal versuchen, nicht aufs Display zu schauen, sondern in die Kamera. Also ich nehme jetzt diese getönte Tagescreme von Age Perfect Nummer 2. Die anfangs etwas aussieht. Also man sich denkt, oh, das geht überhaupt nicht. Aber sie geht. Ja, also ich habe hier meine Haare zu einem... Jetzt nicht weiter. Die sind noch etwas feucht. So. Also seit ich sie euch vorgestellt habe, benutze ich sie. Ich liebe sie. Wenn man davon, also wenn man sowas sagen kann von einem Produkt, dass man das gut findet. Die macht wirklich einen ganz tollen, also Glow schon im Vorfeld, bevor man überhaupt einen Highlighter oder überhaupt so einen Glow aufgegeben hat. Die nennt sich ja auch Glowy. Nennt die sich Glowy? Ja, Glow Tinted Day Cream. Ich kriege natürlich jetzt nicht gewisse Unebenheiten abgedeckt, wie zum Beispiel so ein paar Flecke. Meine Haut reagiert momentan, ich habe sonst kein Hautproblem, aber wenn ich öfter, also wenn man unterwegs ist, als anderes Wasser und ich habe eine andere Kosmetikmarke ausprobiert, die ich euch irgendwann vorstellen werde, aber ich werde erst 3 bis 4 Wochen testen. Den Concealer, auch von Age Perfect. Man kann das mit den Fingern jetzt verblenden oder mit einem so ein Mini Beauty Blender oder gehe ich auch noch mal rüber einen Pinsel. Es gibt ja auch diese Concealer Pinsel, ne? So, den Rest hier, was hier so drauf ist, da versuche ich mal diese kleinen roten Stellen, die ich hier so habe. Was man natürlich besonders in dem Licht hier sieht. Gleißendes Licht vor der Kamera. Die Verwandlung eines Gesichtes von ziemlich blass, hoffentlich zu einem bisschen... Ich benutze jetzt den von Sephora. Den habe ich auch lieb gewonnen. Diesen... Lid Primer. Der ist so schön, der ist so perlmuttig. Eigentlich ist der auch, kann man den wie so einen nudfarbenen Cream Eyeshadow benutzen. Die Augenbrauen, die müsste ich mir auch mal wieder färben. Ja. Also mit dieser Kosmetiklinie, da bin ich echt gespannt. Ich werde sie euch dann mal vorstellen. Also das ist meine erste Kooperation, die ich eingehe, nach 1,5 Jahren YouTube. Und ich bekomme das nicht bezahlt. Ich habe lediglich die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben mich gefragt und auch diese Amelie von Amelies Neue Welt, weil sie ist ja ungefähr 15 Jahre jünger als ich und sie deckt so die 40 ab und ich die 50 oder Mitte 50, 60 plus. Die regenerationsbedürftige Haut und wir testen das beide und ich werde sehen. Also ich stelle euch erstmal irgendwann die Produkte vor und dann schauen wir mal, ne, was das wird. So, was habe ich? Ich wollte jetzt den Stift wieder mal zum Einsatz bringen hier. Den als allererstes nehme ich ein klein wenig von dem Kajal hier.
Und ich sag euch, der ist so smooth, der ist so weich, der ist ganz fantastisch. Also, ich verblende das immer ganz gerne. Nun nehme ich einen Pinsel, das ist dieser MAC. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin ja nicht so ein Freund davon, lässt sich das mit dem Finger besser auftragen. Ich drücke mir die Farbe hier so auf, diese, und dann kann man ja mit dem Pinsel so ein bisschen das ausblenden. Das macht sich bei dem, das ist ein kleiner, da passiert jetzt nicht viel. So. Ich überlege, ob ich eine Verlosung mache mit diesen beiden Eyeshadow-Paletten, die ich euch vorgestellt habe im Sephora Haul. Das Ding ist nur, die eine habe ich ja, da bin ich ja mit dem Finger mal kurz reingegangen. Und wenn ich die jetzt verlosen würde, war ich ja schon mit dem Finger da drin. Das müsst ihr mir sagen, ob das okay ist. Ansonsten sind diese Produkte unbenutzt. Und ich würde natürlich auch so ein Magic in the Eyes Teil dazugeben. Also ich habe festgestellt, Schminken und Quatschen ist doof. Irgendwie malt man drüber. So, also das Teil ist wirklich klasse, diese Mascara, muss ich sagen. Ich habe mich mit der sehr gut angefreundet. Ihr seht, einmal tuschen. Super Farbabgabe. Also schmales Bürstchen. Wimpern sind jetzt getuscht. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Rouge. Nehme ich auch von Sephora diesen Rouge Stick und male mir ein paar Apfelbäckchen. Das kann man jetzt mit dem Finger verteilen oder wenn ihr unsicher seid, kann man auch ein Pinselchen nehmen. Gut. Ja, also sagt mir das mal, ne, ob ich eine Verlosung machen soll. Und ich würde dann auch zu jeder, also ich hätte dann zwei Paletten und dann würde ich noch so ein kleines Special, so Perlenketten mit dazu geben. Es ist ja Weihnachten. Schauen wir mal. Ihr schreibt mir das mal, ob ich diese beiden Sephora-Paletten verlosen soll. Ich würde euch am liebsten alle beschenken, aber kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht ein paar tausend Leute beschenken. Es geht ja nicht. Würde ich aber gerne machen. Also vom Herzen würde ich es wirklich gerne machen. Aber das ist irgendwie schwierig umsetzbar. Also schwierig für mich. Gut. Anyway, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe, als ich im KDW war, stand ich an diesem Chanel-Counter. Und Chanel ist einfach so ein... Weil ich liebe diesen Film auch, Coco Chanel. Diesen ganzen Werdegang dieser Frau, dieser Gabrielle, der ist, also das ist bewunderungsanbetungswürdig und irgendwie alles, was Chanel ist, finde ich, also Chanel ist irgendwie so ein Garant für Klasse, für absoluten Luxus, für Stil, ne? Und egal, ob das jetzt ein Lippenstift, eine Handtasche oder Nagellack oder was weiß ich ist. Ich habe einen Lipgloss gefunden und der sprang mich an. Das ist so ein Rot mit so leicht schimmernden Pigmenten. Aber das ist ein Rot. Das ist ein Rot, also für meine Lippen ist das perfekt, weil
Das unterstützt die Lippenfarbe und es sieht nicht gar so geschminkt aus. Ich hatte auch dieses Rot drauf beim Victoria's Secret Haul zu dem roten T-Shirt. Erstmal schon dieses sensationelle Applikatorbürstchen. Das ist nur bei Chanel so. Das ist so geschwungen. Das passt sich der Lippenform an. Also da merkst du schon, okay. Ja. Ist Luxus. Ich schmier gerade ein bisschen drüber. Ja, also hier. Ne? Diesen Lipgloss, da habe ich so einen Tube gefunden bei DM. Und zwar die Firma Trended Up. Die hatte auch so einen ähnlichen roten. Und ich werde so einen Christmas-Look, so ein bisschen, also rote Lippen, helle Augenlider mit Drogerieprodukten auch schminken. Ich habe nämlich die schon gekauft, ich habe sie gefunden, alles sehr günstig. Also der ist wirklich, das ist jetzt ein Favorit. Den werde ich jetzt den ganzen Dezember, werde ich den, ich halte den jetzt mal in die Kamera, wenn man das sehen kann. Ob ihr das sehen könnt, dass das so ein bisschen glitzert. Ihr seht es aber auf dem Mund. Ja. Das war jetzt hier mein kleiner Style and Talk Frage, Video, ob ich jetzt eine Verlosung machen soll oder nicht. Das ist jetzt so zur Zeit mein Look im Dezember, den ich ganz gerne auflege, weil ne, zu roten Klamotten, ich ziehe relativ viele rote Sachen an, aber nur im Dezember. Und ich werde mir das nächste Mal auch die Nägelchen rot. Ich habe auch einen ganz, ganz tollen Nagellack gefunden, auch von Trended Up. Ich stelle euch das im nächsten Video vor. Meine Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Habt einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.